Grete Hemke kam selten in die Stadt, obwohl sie gerne sah, was die Stadt zu bieten hat. Seit ihr Mann gestorben war, ging es ihr so gut wie nie, und so stürzte sie sich neulich in die Kaufhausszenerie. Nach 5 Stunden Bummeln ist sie immer noch gut drauf. Sie rollt mit der Treppe zum 4. Stock hinauf. Sie geht in ein Selbstbedienungslokal, hängt die Tasche übern Stuhl und verschnauft erstmal. Dann nimmt sie wie die anderen ein oranges Tablett und stellt darauf Kartoffeln, Karotten und Kotelett. Im Angebot ist Torte als Nachtisch zum Gedeck. Sie bezahlt, geht zum Platz und merkt, es fehlt Besteck. Also nochmal los und mit Besteck zurück. Da bleibt sie plötzlich stehen und es weitet sich ihr Blick. Da sitzt ein Afrikaner am orangen Tablett und macht sich gerade her über ihr Kotelett. Grete stockt der Atem, doch sie setzt sich hin und beginnt mit großer Vorsicht am Tablett zu ziehen. Der Afrikaner lächelt, sie schauen sich lange an und schließlich wagt sich Grete auch an das Essen ran. Sie teilen die Kartoffeln, das Schnitzel und die Möhren. Der Schwarze nickt ihr zu, doch lässt er sich nicht stören. Beide sind sehr höflich und essen ohne Worte. Grete wundert nichts mehr und sie teilen auch die Torte. Oh. Sogar Manieren stellt sie für sich fest, auch als der Schwarze aufsteht, grüßt und sie verlässt. Grete sitzt alleine vor dem leeren Tablett, nur dass er nicht mal Danke sagt, findet sie nicht nett. Sie schaut ihm etwas nach, dadurch zittert sie einen Schreck. Also doch der Neger, die Handtasche ist weg. Sie springt auf in wilder Panik und hätte schon fast geschrien. Da sieht sie etwas auf dem Nebentisch stehen. Ihre Tasche hängt am Stuhl, auf dem Tisch steht ein Tablett mit Torte und Kartoffeln, Karotten und Kotelett. Ja, das waren Pargo Balke wieder und Peter Dahm, die Kabarettisten Chansonniers aus Bremen. Sie kommen nachher noch einmal. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil der Gesundheitsvision 96, wieder aus der Kongresshalle. Eine Runde internationaler, ja, Experten ist fürchterlich, nicht? Menschen, die Therapie machen, die Ärzte sind, die Wissenschaftler sind, eine Sängerin, eine Indianerin, eine Theologin. Wir reden zum zweiten Mal jetzt miteinander über die Frage, was ist eigentlich der Zustand dieser Gesellschaft, was hat es mit Depressionen zu tun, was Menschen täglich auch in ihren Praxen widerspiegeln. Und jetzt sind wir bei diesem Mal, sind wir dabei zu fragen, was machen Sie eigentlich selber in Ihrer Praxis, um vielleicht an einem Ausweg zu helfen? Und wir wollen nochmal mit Ron Kurz beginnen, wenn er denn schon verstanden hat, was die Einleitung sagte. Ja. Ron Kurz, ich habe vorhin angedeutet, Sie sind auch Direktor eines speziellen Institutes. Als Psychotherapeut, Hakomi, was machen Sie oder wie kommen die Menschen zu Ihnen? Was machen Sie? Mostly I train therapists. But let me address the general problem first and then talk about the solutions. I agree with Professor Dürer that the economy, as it influences education, teaches us to be parts of the economy, parts of the money machine, and therefore we don't get trained in emotional intelligence, we get trained in technical skills. But as there's a book, recent book, all right. Yeah. Go ahead. Wir brauchen immer wieder die Übersetzung. Meistens sind das Therapeuten, die zu mir kommen und eine Ausbildung erhalten. Worauf wir gewöhnlich ausgerichtet werden in unserer Ausbildung, das ist Teil dieser Wirtschaftsmaschinerie zu sein, dieser Geldmaschinerie. Und was fehlt, ist die Förderung unserer emotionalen Intelligenz. Stattdessen wird der technische Aspekt gefördert. There's a book, a recent book called Emotional Intelligence by Dan Goleman. And he shows quite clearly that there's a part of the brain that learns
to be sympathetic, that learns to manage moods, and love would be part of this. So we're not trained in emotional intelligence, and we don't have the time or the perspective in our ordinary life to learn it very well. But it can be deliberately taught. So when I teach therapists, I have to teach them the technical aspects of therapy, but mostly I teach them how to arrive at a loving place in themselves so that they can be loving towards their clients. That's the most important aspect of the work. Yeah. Es gibt ein Buch von Dan Goldman, das heißt Emotional Intelligence, emotionale Intelligenz. Und darin geht er darauf ein, dass es tatsächlich einen Bereich des Gehirnes gibt, der für Stimmungen zuständig ist, der für das Mitfühlen zuständig ist. Und da wäre ja auch die Liebe anzusiedeln. Im Alltagsleben haben wir nicht immer Zeit, dementsprechend das zu fördern. Aber wenn ich zum Beispiel Therapeuten unterrichte, dann lehre ich sie natürlich die technischen Aspekte der Psychotherapie, aber ich lehre sie auch, von einem Ort der Liebe in sich selbst herzukommen und von diesem Ort her ihre Klienten anzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Lehre. Ja, danke schön. Erstmal. And most people who come to learn therapy believe it to be a technical method. And I have to help them understand that before you do that, before the techniques will work, you'll have to establish a loving relationship with the client. We can call it a loving relationship. You have to be capable of a kind of attention that is compassionate and present, and the techniques won't work very well without that. Okay. Es gibt eine ganze Menge Leute, die kommen, um Psychotherapeuten zu werden und der Ansicht sind, sie würden jetzt eine bestimmte Technik lernen, eine bestimmte Methode. Aber bevor sie das lernen können, muss ich ihnen erst einmal sagen, sie müssen lernen, eine liebevolle Beziehung zu den Klienten herzustellen. Ansonsten werden die ganzen Techniken nicht sehr viel nutzen. Sie müssen lernen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Sie müssen lernen, mitfühlend zu sein und gegenwärtig zu sein, da zu sein für die Patienten. Sonst funktioniert das Ganze nicht. And there's a great hunger for this, and it's very teachable, and people learn it very quickly and very well. That's a good sign. Ja, danke. Danach besteht ein großer Hunger, und diese ganze Sache kann man durchaus weitergeben. Sie ist lehrbar, und das passiert sehr erfolgreich. Die Leute kommen und profitieren sehr davon. Ja, Herr Jamilos Storm, Sie sind ein spiritueller und indianischer Lehrer. Was lehrt ein indianischer Lehrer, um auf die Fragen und die Not der Menschen zu antworten? Was können Sie praktisch tun? You know, most women just, they don't fantasize about life, they want to know life. Die meisten Frauen haben keine Fantasien über das Leben, sondern sie möchten das Leben kennenlernen. My teacher was a woman, and she began to teach me how to appreciate life. Meine Lehrerin war eine Frau, und sie begann damit, mich zu lehren, wie ich das Leben schätzen konnte. A doctor is talking about people who really do need help, people who are in trouble. Ein Doktor spricht über Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, Menschen, die in Schwierigkeiten sind. There were a couple little girls that what we did is we paired them up, made them partners in a therapy program. Da waren zwei kleine Mädchen, und wir reparierten sie, wir bauten sie wieder auf und machten sie zu Partnerinnen in einem Therapieprogramm. And what they did is they would have these little platters of things they would grow. Sie hatten diese kleinen Tablette von Dingen, die sie anbauten. And they would bring these little platforms of tomatoes and things to the doctor every time they came for their therapy. Und sie brachten diese kleinen Tablette mit Tomaten oder was immer sie auch anbauten mit zu dem Arzt, wann immer sie eine Therapiestunde hatten. And each month, as they got bigger, they would plant them in a garden or plant them in the greenhouse, one of the two. Und jeden Monat, wenn die Pflanzen größer wurden, dann verpflanzten sie sie in ein Gewächshaus, eine von den beiden.
What happened with the girls as they began to focus upon life and not the therapy? Was mit den Mädchen geschah, war, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf das Leben und nicht auf die Therapie richteten. This is basically what my brother is saying, and what we need to do in our lives every day. Das ist im Grunde genommen das, was my brother, yes. Ja, was mein Bruder gesagt hat und was wir im täglichen Leben täglich tun müssen. You see, my mother once said to me that if women disappeared from the earth, just boom, men all disappeared. Meine Mutter sagte einmal zu mir, dass wenn die Frauen von der Oberfläche der Erde verschwinden, dann würde es Bumm machen und alle Männer wären verschwunden. In 2 weeks they would all grow nothing but hair and have tails. Innerhalb von 2 Wochen würden sie nichts als Haare wachsen lassen und sie hätten auch noch Schwänze. I think that's true about men. Ich glaube, das trifft auf Männer zu. I think that scientist is woman. Sick. I don't think it has enough female in the world of science. Ich glaube, dass die Wissenschaft an Frauen krankt. Ich glaube, dass es nicht genug dass es in der Wissenschaft an Frauen fehlt, dass nicht genug Frauen in der Wissenschaft sind. When we discover truly discover that the earth is female and births us. Wenn wir wahrhaftig entdecken, dass die Erde weiblich ist und uns gebärt. Does not, she does not birth demons. I've never seen one in 62 years. Sie bringt keine Dämonen zur Welt. Ich habe in 62 Jahren niemals einen erblickt. I've seen a lot of idiots, but not very many demons. Ich habe eine Menge Idioten gesehen, aber nicht sehr viele Dämonen. What has she birthed? She has birthed butterflies, all the food we eat, all of our beautiful horses, everything we use. She even invented science. Was hat sie denn zur Welt gebracht? Sie hat Schmetterlinge zur Welt gebracht, all das Essen, das wir essen. Sie hat sogar die Wissenschaft erfunden. And my beautiful friends, family, who are watching me, remember that when you wake up in the morning, that you have to talk to life. Und meine wunderschönen Freunde, die ihr mich jetzt beobachtet, denkt daran, wenn ihr morgens aufsteht, dass ihr an das Leben denken müsst. Is that also a Freundin? Er bezeichnet mich als Freundin. Good. Because I want both kinds of friends to be there. Also er möchte, dass sowohl die Freunde als auch die Freundinnen sich angesprochen fühlen. Yeah, I was telling my other brother, who I'm very proud of, having won a hard won medal in that world that he was fighting for, that's quite an achievement. Und ich möchte auch mit meinem anderen Bruder sprechen, der eine Medaille gewonnen hat in dieser anderen harten Welt, in der er lebt, und das ist wirklich eine große Errungenschaft. I told him the next time he has a real heavy duty argument with a scientist, tell that scientist to swallow an aspirin. Ich habe ihm gesagt, dass beim nächsten Mal, wenn er eine schwergewichtige Auseinandersetzung mit einem Wissenschaftler hat, dann soll er diesem Wissenschaftler sagen, dass er ein Aspirin nehmen soll. They're still strangling on the aspirin and can't say the word. Damit er sich an dem Aspirin verschluckt und nicht weitersprechen kann. Thank you. Yeah, thank you. Hans-Peter Dreizel, Sie sind auch Hochschullehrer in Berlin, aber auch Psychotherapeut. Können Sie das mal kommentieren aus Ihrer Arbeit heraus? Sind es ähnliche Dinge, die Sie Ihren Patienten sagen? Ich sage meinen Patienten häufig, halt doch einfach mal inne, egal wo du gerade bist. Und spür dich und deine jeweilige Umwelt. Es ist möglich, diese sich immer mehr beschleunigende Welt immer wieder für Momente anzuhalten. Tun sich Männer dabei schwerer als Frauen? Moment, in diesem Anhalten können wir ein Stückchen von der gesuchten Liebe spüren. Ich wünsche mir mehr Männer in der Psychotherapie und überhaupt in den ganzen sozialpsychotherapeutischen Berufen. Gibt es eine totale Verweiblichung und da fehlt das Gegenüber, das männliche Gegenüber als Element. Ich wünsche mir viele Männer, die in diese Berufe gehen.
so wie ich mir viele Frauen wünsche, die in die technischen und die wissenschaftlichen Berufe gehen. Wir brauchen mehr Ausgleich. Wenn wir jetzt in diesem Teil der Sendung wollen wir auch ein bisschen versuchen zu schauen, wie lässt sich etwas realisieren. Wenn Sie das als Wunsch formulieren, haben Sie auch Ideen, wie so etwas heutzutage, wo gerade diese Berufe nicht weiterentwickelt werden, wo immer mehr, die in diesen Berufen, auch Frauen natürlich arbeiten, eher arbeitslos sind, es nicht mehr zu bezahlen scheint. Was haben Sie da für praktische Vorstellungen, wie sich so ein Wunsch denn realisieren könnte? Wie Ron Kurz arbeite ich hauptsächlich mit Therapeuten in der Ausbildung. Und es sind ganz überwiegend und von Jahr zu Jahr relativ mehr Frauen und immer weniger Männer. Und ich sage diesen Frauen, ihr müsst euren Partnern sagen, komm mit. Ich war schon 20 Jahre Hochschullehrer, als meine Frau gesagt hat, komm mit. Und es ist mir schwer gefallen. Und ich habe es gemacht und habe entdeckt, das ist eine ganz wunderschöne Arbeit. Das ist ja ein sehr schönes Wort und ein schöner Appell, denke ich. Ja. Ja, also verstehen Sie, man kann die Leute auch am Schlawittchen nehmen und sagen, komm, auch du brauchst emotionales Gewahrsein. Denn das ist die Arbeit, die ich mache. Und das hat auch nichts damit zu tun, wie er immer noch in den Köpfen von uns verbreitet ist, Psychotherapie, das ist was, dafür muss man verrückt sein und so etwas, das ist ja immer noch da. Deswegen ist es ja auch so schwer, denke ich, auch vor allem Männer dorthin zu bringen. Psychotherapie ist etwas Wunderbares für Leute, die noch ein wenig weitergehen wollen. Gut, ein Appell. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Anschluss an die Arbeit von Jill Peirce. Jill, ich denke, Sie sagen auch, komm mit. Sie sagen aber nicht nur, komm mit, sondern, so wie ich Ihre Arbeit verstanden habe, sing mit mir. Oder gib mir deine Stimme und wir singen zusammen. Warum machen Sie diese Arbeit? Und wie machen Sie sie? Because ironically, just as every discipline in science is telling us that we're living in a resonant universe, just as we're being told this, we've gone completely silent. And so all the ways that society used to chant together, used to sing together, have gone. We have no longer any way of integrating resonantly with the world, nor do we have any way of expressing our emotions in any balanced and harmonious way. Zynischerweise ist es so, dass obwohl die Wissenschaft immer wieder davon spricht, wie alles widerhallt auf allen Schichten, dass wir angefangen haben zu verstummen. Wir haben die Weisen verloren, auf die wir ehemals gesungen haben und auf die wir auf eine integrierte Weise mit unserer Umwelt leben konnten. Wir müssen wieder lernen, auch Emotionen auf diese Art und Weise, auf eine gesunde und ausgewogene Weise zum Ausdruck bringen zu können. So we as individuals are resonant beings, from the resonance of our heartbeat, our breathing, the resonance of our organs, we are completely resonant. Wir haben überall Klangschwingungen an uns, vom Rhythmus unseres Atems bis zu unserem Herzen und zu den anderen Organen. Wir sind tönende Wesen. And the world outside us is a resonant world. Und die Welt außerhalb von uns selbst tönt. So if we're going to... Wir hören hier, was Sie zu Hause nicht hören. Die Gläser klirren, was nicht unbedingt heißen muss, dass unten ein Streit im Gange ist. Frau Peirce, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ein Weg, Gefühle wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen, um an dieser Welt zu arbeiten, ist das Singen. Auch jetzt wieder, wenn das nicht nur ein Appell bleiben soll. Die Leute sitzen vor dem Fernseher oder arbeiten tagsüber schwer oder haben zu Hause viel zu tun, müssen den Kindern bei der Arbeit helfen.
Ich weiß, was Singen mal bedeutet haben kann, aber wie machen Sie es in Ihrer Arbeit, um Menschen zum Singen wieder zu bringen und dabei möglichst viele zu animieren, das auch wirklich zu tun und es nicht als ein Rand, eine Randerscheinung abzutun? Well, one of the, because so many people come and tell me that they've been told as children they can't sing in tune, one of the forms of chanting that I found to be very powerful is a form of chanting where people only have to sing on one note. Es kommen so viele Leute zu mir, die sich immer beklagen, die Kinder können, würden nur schräg singen. Eine sehr kraftvolle Art und Weise zu singen ist die, einfach nur auf einem Ton zu bleiben. Because no one can say that they can't sing a single note. Denn das kann ja niemand behaupten, dass er einen einzigen Ton nicht halten könnte. So I teach a form of chanting where you sing a single note, but you go within that note to reveal all sound within that one sound. Ich lehre also eine Methode des Singens, wo man bei einem einzigen Ton bleibt, aber man steigt ein in diesen Ton und lässt ihn alle Welt des Klangs offenbaren. So I'll just show you what I mean by that, and then I will invite everyone to join me. Ja, die Bremer Gesundheitswerkstatt vermittelt nicht nur Informationen, sondern hat auch immer sehr viel Praktisches in den Sendungen. Lassen Sie uns doch diese Sendung nutzen für eine kleine praktische Erfahrung, wie denn das mit dem Singen auf einer Note klappt. Ja, jetzt gleich. Yes? Ja. But first I will demonstrate it, then I will invite. Okay. Das Angebot war so an das Publikum, das doch einfach einmal auszuprobieren, dieses Singen auf einer Note. Die Demonstration und jetzt denke ich, sollen wir mitmachen? Yes. So let's just close our eyes and open our ears. Schließen wir also einfach nur die Augen und öffnen wir die Ohren. And breathe, let's breathe through our ears. Und atmen wir durch unsere Ohren. And as we breathe through our ears, let's hear and be the witness who hears all sound. Und währenddem wir durch unsere Ohren atmen, lassen Sie uns hören und uns als Zeugen all des Klangs wahrnehmen. And as we hear all sound and all absence of sound, let our breath engage our voices very quietly in the beginning. Und währenddem wir allen Klang und alle Abwesenheit von Klang hören, setzen wir am Anfang ganz sachte mit der Stimme ein. But all the time that we are allowing the voice to come on the breath, we are listening. Aber die ganze Zeit, wo wir mit dem Atem die Stimme kommen lassen, lauschen wir. And if we forget to listen, remember that we've forgotten. Und wenn wir vergessen zu lauschen, erinnern wir uns daran, dass wir es vergessen haben. And always come back to the listening as we now tune together. Und wir kommen immer wieder zu diesem Lauschen zurück, währenddem wir nun zusammen singen. Presenting this.
Ich würde gerne von Jill Peirce und ihrer Arbeit, der Stimmarbeit, nochmal an Frau Sölle die Frage stellen. Auch Sie haben ja in Ihrer Arbeit, also die Frage, wie erheben wir die Stimme? Es ist ja, wir können singen, wir können schreiben. Was ist zu tun? Wie könnte es aussehen, dass wir Menschen in ihrem täglichen Leben dazu ermutigen, heute zu beginnen, so wie Sie ermutigt, zu singen? Ich verstehe meine Arbeit eigentlich als eine Lehrerin, vielleicht eine Grundschullehrerin, mehr als eine Universitätslehrerin, die Menschen in zwei Dingen unterrichtet, nämlich Mystik, Frömmigkeit, Zuhören, vielleicht auch das andere Lied, das die Erde singt, das Wahrnehmen und Widerstand, Resistanz gegen das, was ist. Und diese Doppelung von Mystik und Widerstand, ich glaube, dass unser Widerstand nur dann produktiv bleibt und wird, wenn er in einem solchen anderen Verhältnis zur Erde, also zur Schöpfung gegründet ist. Wenn er aus einer Spiritualität entwickelt wird, die eben eine andere ist als die des Homo economicus, also des geldmachenden Wesensmensch. Dass es noch was anderes gibt und dass wir da Antwort geben in unserem Handeln, Leben, Zuhören, natürlich auch ganz praktisch in unserem Lebensstil, in unserem Konsumverhalten, welche Transportmittel wir benutzen und wie wir versuchen, die spezielle Vorliebe, die Gott nun mal für die Ärmsten, also für die Opfer in jeder Situation hat, zu leben und für die Opfer in unserer Gesellschaft einzutreten. Seien das Afrikaner, wie wir eben gehört haben, oder andere Menschen, die ausgegrenzt, verelendet, verdummt, verstoßen werden. Ja. Wir leben ja gerade mit dem Wissen, dass täglich 40.000 Kinder beispielsweise sterben täglich. Und wir leben mit diesem Wissen. Und ich denke, so eine Sendung kann auch ein ernsthafter Appell sein. Aber ich denke, das gibt es immer wieder in vielen anderen Sendungen auch. Aus Ihrer praktischen Erfahrung, Herr Professor Dürr, Sie sind Physiker. Wir haben vorhin so einen Punkt schon mal gehabt, nicht die Welt dreht sich zu schnell, sondern wir drehen uns offenbar zu schnell und nehmen uns keine Zeit, schauen nicht, halten nicht inne, wie Herr Dreizel sagt. Wie könnte denn in dem Alltag, so wie er heute aussieht, mit der Arbeitsorganisation, die wir kennen, morgens aufstehen, die Arbeit tun, die Menschen gehen abends, wenn sie zurückkommen, wieder vor den Fernseher, vielleicht auch um zu verdecken, dass die Beziehungen so viel Konflikte machen. Wo sehen Sie die Möglichkeit, wo können wir innehalten? Wir leben offensichtlich über unsere Verhältnisse. Und wenn ich das sage, dann meine ich, dass wir uns einen Lebensstil angewöhnt haben, der unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört. Wir müssen nämlich wissen, nicht die Natur ist in Gefahr. Die Natur überlebt immer. Aber wir werden nicht überleben in einer Natur, in der speziellen Natur, die wir uns jetzt zurechtrichten. Auf das müssen wir achten. Der Einstieg in einen anderen Lebensstil sehe ich, indem wir versuchen, unsere Aktivität, die Energie, die wir umsetzen, persönlich zu reduzieren. Und wir müssen uns eine Vorstellung machen, dass im Augenblick diese 5,8 Milliarden Menschen 130 Milliarden Energiesklaven für ihr Wohlergehen beschäftigen. 130 Milliarden von diesen Energiesklaven turnen hier auf der Erde herum. Das müssen Sie erklären, so schnell versteht man das nicht. Also ein Energiesklave ist ein Mensch, ein kräftiger Mensch. Ich bin in den Fitnesscenters herumgegangen, um einen so kräftigen Mann zu finden, der 12 Stunden am Tag das leistet, was mein Energiesklave ist. In meiner Rechnung ist es einfach ein Viertelpferd, eine Viertelpferdestärke. Die sehen wir aber nicht. Die sehen wir nicht. Die arbeiten für uns. Ja. Und sehr ungleichmäßig, jeder Amerikaner beschäftigt 110 von diesen Energiesklaven.
Er muss sich das vorstellen, 110 Leute um ihn herum, die seinen Lebensstil unterstützen. Wir hier in Mitteleuropa 60. Ein Chinese hat nur 8 Energiesklaven und ein Bangladeschi hat nur einen. Was wir erreichen müssen, um diese Erde nicht in Schwierigkeiten zu bekommen, ist, dass wir Geburtenkontrolle für Energiesklaven einführen müssen, nicht die normalen Menschen. Und das bedeutet, für uns im Norden brauchen wir Geburtenkontrolle der Autos. Das ist viel wichtiger als die Geburtenkontrolle, biologische Geburtenkontrolle im Süden. Wie viel Energiesklaven stecken denn in einem Auto? In einem Auto unter der Haube, einem Mittelklassewagen, haben Sie 600 Sklaven. Wenn Sie da aufmachen würden und 610 würden, würden Sie erschrecken. Aber das brauchen Sie einfach nur zur Fortbewegung. Und wenn Sie einen Mercedes S-Klasse fahren, haben Sie 1000 unter der Haube. Ja? Das ist schon ein bisschen üppig. So. Uns stehen eigentlich nur 15 Sklaven zu, jeden von uns auf der Erde heute bei der jetzigen Bevölkerung. Wir müssen uns darauf einrichten, wie komme ich mit 15 Sklaven zurecht. Das bedeutet für uns, dass wir auf ein Viertel herunterkommen müssen. Und ich möchte die Leute auffordern, gehen Sie Ihr Alltag durch und sehen Sie zu, ob Sie nicht mit der Hälfte der Energiesklaven auskommen können, die Sie heute haben, nämlich die andere Hälfte der Reduktion, das machen die Wissenschaftler und Techniker. Und deshalb rufe ich Sie alle auf, an diesem Programm mitzuarbeiten. Ich möchte Ihnen nicht vorschreiben, wie ein guter Lebensstil aussieht, sondern Sie sollen es selber herausfinden, was für Sie ein guter Lebensstil ist. Aber ich will vielleicht anknüpfen an das, was wir hier gehört haben. Ich würde mir wünschen, dass jeden Abend vor dem Wetterbericht ein Bericht kommt über das Wohlbefinden des Landes. Und das würde ich vielleicht so messen wollen, dass gezählt wird, wie viel haben wir an diesem Tage gelacht, gelächelt, getanzt und gesungen. Und das wird angekündigt. Und Sie werden feststellen, dass die Entwicklungsländer ganz andere sind auf einmal, dass wir Entwicklungsland sind und so ein armes, unterentwickeltes Land viel auf eine viel höhere Lachquote kommen als wir. Was Sie damit tun, das ist ja offensichtlich nicht den Verzicht, um des Verzichts willen zu predigen, sondern unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was uns wirklich lebendig hält und was wirklich auch die Gefühle entstehen lässt. Ich denke, das ist in der Tat auch, so habe ich es erlebt, ein wichtiger Aspekt dieses Kongresses gewesen, dass man sagt, wir können uns eigentlich oder wir sollten uns nicht abstrakt um die Zukunft kümmern. Wir sollten die Gegenwart anschauen, achtsam sein auf jeden Augenblick, den wir jetzt in diesem Moment leben und schauen, wie wir diesen jetzigen Augenblick lebendig erleben. Das ist in den ganz unterschiedlichen Seminaren und Vorträgen hier zu hören gewesen. Ist das etwas, was Sie als Arzt, Herr Milz, vermitteln können oder ist das völlig jenseits dessen, was Sie mit den Patienten besprechen? Nein, im Grunde genommen ist, wenn man es bis in die Arztpraxis schafft, ist es das beste Zeichen dafür, dass mehr lebendig als krank ist. Denn es erfordert Mut, dorthin zu gehen. Und ein Teil meiner Arbeit ist sicherlich immer mit Patienten auch da zu schauen, was in ihnen ist eigentlich noch gesund. Wo sind ihre eigenen Ressourcen? Wo versucht eigentlich ihr Organismus, ihre ganze Existenz, sich zu helfen? Es gibt ja sehr vernünftige Überlegungen dafür, dass eigentlich die meisten Erkrankungen, sei es bei einem Unfall mag es etwas anderes sein, aber die meisten Erkrankungen sind ja schon Versuche, einen neuen Weg zur Gesundheit zu finden. Nur gehen sie in die falsche Richtung. Und ich glaube, ganz wichtig in der ärztlichen und in der therapeutischen Arbeit ist, dass man erst einmal diesem Krankheitsprozess Interesse entgegenbringt, fragt, wo will eigentlich dieses Geschehen hin, was will es lösen? Nicht sozusagen, was will es nur zerstören, sondern was will es eigentlich wie schon lösen? Wo sind gesunde Anteile vorhanden? Und ich glaube, wenn wir dazu die Menschen ermutigen, dann kommt das, was Hans-Peter Dörr angesprochen hat, ganz natürlich auf, nämlich die Frage, wo erlaubt sich auch ein Mensch, der heutzutage mit einer chronischen Krankheit leben muss, und das ist die Mehrheit der Menschen, wo erlaubt sich so ein Mensch sozusagen
zu lachen? Wo erlaubt sich so ein Mensch zu lieben? Wo erlaubt sich so ein Mensch zu sagen, wenn ich mit dieser Krankheit leben muss, dann muss es nicht sauertöpfig sein, sondern dann kann es auch so sein, dass ich sozusagen dem Schmerz, den ich gar nicht wegmachen kann, dem Schmerz aber auch etwas an Freude entgegensetze und dass ich mich abends frage, wie er es gesagt hat, wie hoch war heute der Freudespiegel, nicht nur wie hoch war der Schmerzspiegel. Und wenn wir uns trauen, solche Fragen in der Medizin und in der Therapie wieder anzusprechen, dann entsteht ganz natürlich eine andere Medizin, die halt Messer, Gabel, Schere, Licht braucht, aber die halt eben auch sagt, Messer, Gabel, Schere, Licht ist nicht alles. Lachen ist die beste Medizin. Lachen ist eine wichtige Medizin. Es ist sicherlich nicht die einzige, aber es ist eine wichtige. Die meiste Medizin, die wir heute haben, ist sehr bitter. Und das ist sicherlich kein besonders heilsames Vorgehen. Ja. Anneli. Also was mich jetzt in der letzten Runde, in dieser zweiten Runde sehr bewegt hat, ist eigentlich, wir haben das aufgenommen, was Jill Peirce uns gezeigt hat im Gesang. Manchmal ist es wichtig, sich auf einen Ton zu reduzieren, auf eine Sache, aber die so zu tun, dass der Klang ein ganz tiefer wird und eigentlich die anderen ergreift. Wir haben nur von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus geschaut, was denn dieser eine Ton sein könnte. Und ich glaube, das war der wesentliche Punkt, dass jeder Zuschauer und jede Zuschauerin auf diesen einen Ton guckt, auf den nächsten kleinen Schritt, den sie oder er tun kann. Das, glaube ich, war das Gemeinsame in der Runde. Und meiner Meinung nach ist das, egal wohin man in der Gesundheit guckt, ob es um die soziale Gesundheit unserer Gesellschaft geht oder um den Körper geht oder um die Seele geht oder um die Menschen geht, es ist dieser Kontakt, dieser, wenn man so will, auch bescheidene Kontakt. Es ist nicht gleich die große Veränderung. Und das, glaube ich, ist durch das ganze Podium gegangen. Und wir können es nicht tun, wir können nur anregen. Und die Frage ist, was tut der Zuschauer und die Zuschauerin damit? Kommt also darauf an, wie wir die Dinge tun. Wir sollten in der Regel, so habe ich Sie auch verstanden, sollten wir mal darauf achten, dass wir nicht zu viel tun, weil all das, was wir dann versuchen, kommt, ist immer zu kurz. Wir hetzen im Grunde genommen von einem zum anderen und halten nicht ein, kommen nicht zu uns selbst, kommen nicht zur Besinnung. Und was immer es ist, ob es das Singen ist oder ob, wie ich es hier gehört habe, einfach das Achten auf den Atem ist. Das sind alles Möglichkeiten, um zu sich zu kommen. Sie haben gestern auch so etwas gemacht, habe ich gesehen, in einem Workshop. Da haben Sie die Zuhörer aufgefordert, einfach die Augen zu schließen und jetzt mal wahrzunehmen, die Geräusche um sich herum, einfach neutral wahrzunehmen und dann noch nachher noch mal darüber zu gucken, habe ich die jetzt als unangenehm empfunden? Und wenn ja, kann ich sie auch als sehr angenehm empfinden, als ein Umkreis, eine Umgebung von Menschen, die mich mittragen, mit denen ich in Kontakt kommen kann. Das sind alles Möglichkeiten, denke ich, durch mehr Ruhe, mehr Besinnung auch zu sich selbst zu kommen und dann auch den Kontakt damit wirklich, also nicht in diesem falsch verstandenen Egozentrismus, den Sie ja auch angesprochen haben, sondern durch mehr zu mir selber kommen, auch mehr die Möglichkeit haben, in Verbindung mit anderen Menschen auch in Liebe zu kommen. Ein letztes kurzes Wort, wir sind gleich fertig. Vielleicht einen Satz noch. Hans-Peter Dürr hat gesagt, die Natur überlebt uns. Ich habe mich gefragt, der Mensch ist ja auch Natur. Der Mensch ist von Natur aus zur Selbstheilung angelegt. Das sollten wir sozusagen bedenken, dass nicht nur die Natur sich von selbst regenerieren will, sondern der Mensch, auch wenn wir es ihm erlauben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die nach draußen vielmehr gehen soll, dass eigentlich wir Helfer sind, aber das Wesentliche geschieht sozusagen aus einer eigenen Selbstüberlebensdynamik des menschlichen Organismus und der Natur heraus. Und wenn okay. das deutlich wird, können wir helfen. Ansonsten sind wir sozusagen nur Sanitäter. Okay, Pargo Balke, Peter Dahm haben ihren eigenen Therapievorschlag. Zum Schluss. Wissen Sie was? Mein Mann will mich verlassen, Gott sei Dank, ich kann es gar nicht fassen. Ist er krank? Was will er plötzlich wandern? Das gab's noch nie. Vielleicht hat er eine andere, na, das ist Pech für die. Mein Mann will mich verlassen, hoffentlich, ich könnte vor Neid erblassen über mich. Ich lieb ihn auch so innig, seit der Zeit.
Zeit und frag mich nur, verdiene ich wirklich diese große Freude? Vielleicht ist er schon fortgegangen und ich bin allein. Ich schau zur Tür hinein, ach nein, er packt noch ein. Was packt er denn, was packt er denn, was nimmt er mir davon? Wozu braucht er das ganze Silber? Doch, ich sag kein Wort, denn wenn ich etwas sag würde, na, das wär ja blöd, dann hält er mir ne Red. Vergiss doch, dass er geht, drum soll er alles packen, dann packt er sich am Ende. Und wenn er das ganze Silber nimmt, dann hält sich mit die Hände. Mein Mann will mir entwischen, wunderbar. Und kommt ihm was dazwischen, Gott bewahr. Dann helf ich ihm noch packen, sehr galant, weil er mir sonst den Zug versäumt, na, der wär das im Stand. Mein Leben ist voller Freuden, ach wie schön. Ich tu, als tät ich leiden, das freut ihn. Er fährt zu seiner Mutter, das freut die. Zum ersten Mal herrscht wirkliche Familienharmonie. Jetzt schreibt er noch einen Abschiedsbrief, um mir zu imponieren. Puh, was soll mir imponieren? Ich könnte ihn diktieren. Er schaut, was er vergessen hat, vielleicht will er schon gehen. Und sieht die goldene Wanduhr nicht? Er hat sie schon gesehen. Jetzt zieht er wirklich Leine. Mann, oh Mann, und hofft noch, dass ich weine. Ich denke nicht dran. Wenn ich ihn so von hinten sehe, ist er richtig süß. Doch mir tut nirgendwo was weh. Ich bin so froh, dass ich hier stehe. Jetzt trinke ich erstmal schön Kaffee und sage nur noch Tschüss. Thank you.